Ja. Okay. Okay, Ende. Ja, was soll ich noch machen? Ja, ey. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shots Fire. Das ist Donnerstag, es ist 16 Uhr und das bedeutet zwei NBA-Debatten mit vorgegebenen Rollenverteilungen. Und in diesen Finals werden die Rollen immer so verteilt sein. Siebes ist bei allen Belangen Phoenix Suns euer Mann. Ich bin für die Milwaukee Bucks zuständig. Das deckt sich auch mit unserem Finals-Contest, den wir mit NBA.com zusammen am Start haben. Checkt gerne mal unten in der Infobox den Link ab. Dort kommt ihr auf die Seite und könnt dort teilnehmen, für euer Lieblingsteam abstimmen und dann sogar ein geiles Fanpaket gewinnen. Teilnehmen könnt ihr bis zum Tip-Off von Spiel 3. Das findet von Sonntag auf Montag statt. Am Sonntag sehen wir uns auch zu einer Special-Folge, nee, zu zwei Special-Folgen, weil wir sind ja immer auf beiden Kanälen gleichzeitig unterwegs. Auf Siebers Kanal debattieren wir heute, welche Mannschaft in den nächsten Jahren eine bessere Chance hat, wieder in den Finals zu stehen. Sind es seine Suns oder sind es meine Bucks? Das gibt's auf Siebers Kanal. Und hier wollen wir heute über Game One sprechen und darüber, dass du als Super Suns Fanboy jetzt natürlich sagst, ey, das erste Spiel sah so gut aus für die Suns, die haben den Titel im Sack. Ich bin dagegen, aber du bist der Gast, du hast das Eröffnungsplädoyer. Ein Spiel, Overreaction Match, komm. Also, ich gehe das Ganze mal so an. Ich wünsche mir ja, obwohl ich Team Suns bin, eine enge Serie. Mhm. Denn ich will nicht, dass die NBA-Saison nach vier Spielen endet. Der gnädige Gott. Nein, ich habe Bock auf ein Game 7. Ich meine, dass die Suns gewinnen werden, dass die Suns Champion werden. Das weiß ich und das wissen auch alle da draußen, die Bock haben, dieses Fanpaket zu gewinnen. Weil wenn du auf die Bucks tippst, gibt es maximal eine Teilnehmerurkunde. Wir wissen, dass die Suns das holen. Aber Alter, im Vorfeld dieser Debatte dachte ich mir, ey, wäre schon cool, wenn die Bucks Spiel 2 holen. Dann wird es eine enge Serie und das wünschen wir uns als Fans. Also habe ich geschaut, okay, wie kann ich mir, wie kann ich dir und wie kann ich den Bucks-Fans ein bisschen Hoffnung machen? Übernimmst du jetzt meinen Part in der Debatte? Ich habe es versucht. Ich hatte gute Vorsätze, aber es fällt mir schwer. Es fällt mir schwer. Zum Glück bin ich hier. Schauen wir uns Spiel 1 an. Mhm. Hätte ich dir vorher gesagt, Giannis spielt. Giannis sieht auch relativ gut aus. Der zieht an Ayton vorbei, der overpowert ihn, der dunkt, der macht The Block 2.0. Und der sieht, für das, was ihm passiert ist gegen Atlanta, sieht er sehr gut aus. Hätte ich dir gesagt, Middleton macht 29 und hätte ich dir vor allem gesagt, dass die Bucks 16 Dreier treffen. Ja. Also ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich hätte vorher gesagt, ja, die holen Spiel 1. Wie siehst du es? Kann ich das Ganze ein bisschen relativieren? Kannst du gerne. Okay, Giannis sah nicht aus wie Giannis. Giannis sah im ersten Viertel gut aus, hatte da 8 Punkte, glaube ich, direkt 5 Rebounds. Ab der zweiten Halbzeit war der Typ abgetaucht und hat dann im vierten Viertel nochmal einen Spurt gehabt. Er hatte 20 Punkte bei 11 Würfen. Das ist nicht der Giannis, den wir kennen. Okay, aber vorher, als wir dachten, er fällt vielleicht aus, wurde darüber geredet, okay, aber so gut wie die Bucks aussehen, haben sie vielleicht sogar eine Chance ohne Giannis. Er kommt zurück, macht dafür, dass er verletzt ist, ein gutes Spiel, wie ich finde. Wie gesagt, Middleton 29 und endlich fallen die Dreier. Lopez gibt dir 17, Holiday hatte ein Off-Game. Aber ich finde, die Bucks haben gerade offensiv gut gespielt. Ich weiß nicht, ob da so viel mehr geht. Und ich weiß auch nicht, ob Giannis innerhalb von 2-3 Tagen so viel drauflegen kann, dass er der Superman ist, der er sein muss. Weil ich sag dir ganz ehrlich, damit die Bucks diese Serie gewinnen, brauche ich von Giannis 30, 35 pro Spiel. Ja, ich auch. Und du kannst auch nicht sagen, dass die Offense der Bucks einigermaßen gut aussah. Also die haben viele Notwürfe am Ende getroffen. Bryn Forbes hat ein paar wilde Dreier. Middleton, hast du angesprochen, hat er auch ein paar wilde Dreier. Das ist nicht die Offense, die ich als Bucks-Fan sehen möchte. Es steht und fällt meiner Meinung nach mit Middleton. Sowohl offensiv als auch defensiv. Ganz kurzer Einwurf aus dem Schnitt. Ich meine natürlich nicht Middleton, ich meine Drew Holiday. Er hat in den beiden Atlanta-Spielen ohne Giannis hat er überragend gespielt. Und deswegen habe ich auch gesagt, ey, das ist das Beste, was den Bucks passieren konnte. Jetzt hast du Middleton und Drew Holiday endlich aktiviert. Jetzt sind sie da. Leider ist jetzt in Game 1 genau das passiert, was wir immer so kritisieren an Middleton. Wenn Giannis mit auf dem Feld steht, wird er total passiv. Leute, sorry, ich habe keine Ahnung, was mit mir in dem Studio los war. Ich meine Drew Holiday. Ich weiß nicht, wieso ich die ganze Zeit Middleton sage. Er geht nicht mehr zum Korb. Er sucht zwar seinen eigenen Abschluss, aber es sind dumme Abschlüsse. Der macht in 40 Minuten 10 Punkte und er verteidigt nicht mal den Großteil des Spiels einen der wichtigen Spieler, sondern ist irgendwo in der Corner unterwegs. Das sind alles Faktoren, die hängen alle von Holiday ab. Und wenn alleine die geswitcht werden, sieht die Offense anders aus und die Defense anders aus. Ja, und das zweifle ich an. Das zweifle ich an, dass die Defense viel besser aussehen kann. Weil die Bucks sind nicht ausgestattet, um die Suns zu verteidigen. Also du hast ja in der letzten Folge gesagt, einfach unterm Pick runter gegen Chris Paul und dann ist das Ding erledigt.
Ich Was fand, übrigens nicht einmal gemacht wurde, ich stelle mir immer noch die Frage. Sah gut aus, du hast ja auch angekündigt, er trifft die Dreier nicht so gut. 4 von 7 ist okay, 12 von 19 aus dem Feld ist okay, 32 Punkte sind okay. Das Problem ist, die Bucks können einem leid tun, weil was machst du? Wenn du switcht, das haben wir gesehen, Brook Lopez, Devin Booker und Chris Paul, die freuen sich. Die freuen sich, wenn Brook Lopez auf sie switcht. Er macht für das, was er kann, einen guten Job. Er contestet die Würfe, aber das sind halt Chris Paul und Devin Booker. Gegen jedes andere Team könntest du sagen, okay, wir erzwingen viele Midrange-Würfe. Heutzutage können wir damit leben, aber das sind halt Chris Paul und Devin Booker. Wenn du dann Drop-Coverage spielst, ich weiß nicht, was Mike Budenholzer vorhat, freuen die beiden Jungs sich auch. Du hast mit der Konstellation, hast du nicht wirklich das probate Mittel, um das zu verteidigen. Wir haben es gesehen, sie haben viel versucht, aber immer wenn die Bucks in-game adjusten, sind die Suns schon wieder ein Adjustment weiter. Es gab so viele Spielszenen, wo die Bucks adjusted hatten und die Suns hatten schon die übernächste Antwort wieder parat. Ich erinnere an das Pick-and-Roll mit Ayton, an die Lob-Pässe, die sie gespielt haben, wenn geswitcht wurde, als Tucker dann auf Ayton geswitcht war. Immer wieder Lob, High-Low-Action. Die Bucks sind einfach nicht ready, beziehungsweise die Suns sind ihnen immer einen Schritt voraus. Und ich weiß nicht, ob du heute einen neuen Gameplan da hast. Wie sollen die Bucks es verteidigen gegen Phoenix? Was sollen sie machen? Weil das Switching funktioniert nicht? Drop Coverage will auch nicht funktionieren. Also was machen sie im Pick and Roll mit Chris Paul? Okay, also es sind zwei, drei Sachen, die letztendlich entscheidend sind für das nächste Spiel. Zum einen die Frage ist, wie gut wird Giannis in der Defense sein? Er war nicht wirklich in diese Plays involviert. Er hat auch mit der Absicht die meiste Zeit nicht Ayton verteidigt. Dementsprechend war er in diesem Pick and Rolls gar nicht mit drin. Wenn Giannis auf Ayton steht, neutralisierst du damit schon mal sehr gut das Pick-and-Roll mit Ayton, weil Ayton eigentlich der beste Abroller ist in diesem Game bei den Phoenix Suns. Wenn du da jetzt aber Giannis dagegen stellst, machst du schon viel von diesem Pick-and-Roll kaputt. Das ist Nummer 1. Nummer 2, Giannis ist sehr an den Shootern geblieben. Selbst wenn dann der Drive zum Korb gekommen ist, auch das kann sich ändern, indem er einfach ein bisschen mehr Helpside spielt, was er machen wird, gerade wenn er Crowder verteidigt, der nämlich, ich glaube, keinen einzigen Wurf getroffen hat in dem Spiel. Dann hatte ich schon drüber gesprochen, Drew Holiday, meiner Meinung nach viel zu wenig an Chris Paul. Wenn er an Chris Paul dran ist, dann ist es schwer für Chris Paul. Ja, es ist nicht unmöglich. Es ist nichts unmöglich für Chris Paul. Ich finde es auch gut, wie du es beschrieben hast. Das würde ich sogar genauso unterschreiben. Chris Paul ist immer zwei Schritte weiter voraus. Du kannst Chris Paul nicht stoppen. Du kannst aber auch Kevin Durant nicht stoppen. Trotzdem hat man Brooklyn besiegt. Du kannst auch Trae Young nicht wirklich stoppen. Trotzdem hat man Atlanta besiegt. Und da sind wir bei meinem letzten Punkt, was die Defense angeht. Wir erinnern uns, Game 1 gegen Atlanta. Trae Young macht 48 Punkte, schießt die Bucks ab in der eigenen Halle. Jeder sagt, ja gut, Brook Lopez kannst du gar nicht spielen. Die Drop-Coverage funktioniert nicht. In Game 2, die Bucks führen zur Halbzeit mit 40 Punkten. Die haben Atlanta komplett auseinandergenommen innerhalb von einer Halbzeit. Sage ich jetzt, das Gleiche kann passieren gegen Phoenix? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber du kannst definitiv alleine durch Einsatz und alleine durch Switchen von ein paar Matchups, kannst du denen schon ganz viel wegnehmen. Also ich gebe dir den Punkt, dass Holiday auf jeden Fall viel mehr gegen Paul verteidigen muss. Das hat mir auch absolut gefehlt. Weil der Job gegen Booker war in Ordnung. Also du lässt ihn 8 von 21 werfen. Klar, er macht 27 Punkte, weil er auch 10 Mal an die Linie geht. Aber das ist okay. Wenn Booker 8 von 21 wirft, hast du deinen Job gemacht, weil auch den kannst du nicht jede Nacht unter 20 halten. Der wird seine Punkte machen. Das ist ein guter Punkt, aber du hast die Hawks erwähnt. Die Hawks haben halt nur Trae Young als elitären Scorer und Playmaker. Und bei den Suns hast du halt zum einen Booker und Paul auf den Wing-Positionen und auf den Guard-Positionen und dann hast du halt Ayton, der halt mit seinem Roll-Game. Das habe ich gerade schon gesagt, wie du das neutralisierst. Er macht jetzt die ganzen Playoffs lang, schießt er gefühlt 8 von 10, wie er es in Spiel 1 gemacht hat. Aber wann hat er je gegen jemand wie Giannis gespielt? Im direkten Duell nie. Nie ja, in diesem Playoffs. Aber das Ding ist, Ayton muss nicht 1 gegen 1 spielen. Der bekommt ja nicht den Ball im Post gegen Giannis und muss dann was mit einem Move machen. Das sage ich auch nicht. Das sind fast immer Abroller, Durchstecker, Alley-Oops und die erzwingt Chris Paul und Chris Paul manipuliert ja auch jemanden wie Giannis oder die Defense. Und das habe ich im letzten Video auch gesagt, dass Ayton seine Punkte macht, das ist immer nur ein Produkt aus dem, was Booker und Paul machen. Und ich sehe es bei den Bucks gerade nicht, wie sie es stoppen sollen. Und man könnte jetzt sagen, Adjustment wäre, lass Lopez nicht spielen. Habe ich auch viel gelesen, der hat zu viel gespielt, der ist ein zu großes Minus in der Defense, nimm Lopez raus. Dann sagst du zum einen, okay, 17 Punkte, 6 Rebounds brauche ich irgendwo vorne, aber auf der anderen Seite und das viel größere Problem, was ich sehe, die Bucks haben einfach keine Tiefe. Wenn du jetzt sagst, okay, mein Adjustment ist, dass ich Lopez nicht spielen lasse, was kommt dann noch von der Bank? Also die Bank ist Portis, okay, Teague, Connaughton und Forbes. Und Jeff Teague sollte auf gar keinen Fall auf dem Feld stehen. Wenn du dann noch Lopez rausnimmst, dann hast du nichts mehr von der Bank. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem ich die Bucks sehe. Du hast mit Lopez diese Probleme, du brauchst ihn trotzdem irgendwo vorne, aber nimmst du ihn raus,
wer spielt da noch? Dann hast du vielleicht noch eine gute Line-Up mit Connaughton, aber auch das nur mit Abstrichen. Ich mache mir einfach Sorgen um die Bucks, ich bin da ganz ehrlich. Ey, die Tiefe gebe ich dir, die habe ich dir aber auch vor der Serie gegeben. Die beste Line-Up für die Bucks jetzt im letzten Spiel war mit Giannis auf der 5 und drumherum die Shooter. Das funktioniert auch nur teilweise. Ich bin ja bei euch, dass die Bucks eigentlich nicht die konstanteste Offense haben und dass die Bucks auch gerne mal ein Problem mit der Tiefe haben. Aber wir haben Lopez die ganzen Playoffs überspielen sehen. Ja. Es ist nicht so, dass er in jedem Game gekillt wurde. Er hat diese Spiele, wo das passiert, aber Chris Paul und Devin Booker zerlegen offensiv auch nicht in jedem Game so krass. Weil sonst könntest du mir jetzt nicht sagen, warum sie gegen die Clippers überhaupt ein Spiel verloren haben. Weil es gab Spiele, da sahen sie gegen die Clippers ganz genauso dominant aus und im nächsten Game haben die Clippers ein bisschen was umgestellt und zack, war wieder alles anders. Und ich erinnere nochmal daran, Giannis war defensiv kein großer Faktor in diesem Spiel und Drew Holiday auch nicht. Das sind zwei große Adjustments fürs nächste Game. Und dann jetzt mal eine technische Sache, über die wir noch gar nicht geredet haben, das Thema Freiwürfe. Ich weiß nicht, ob du diesen Stat gesehen hast, aber vom Anfang des ersten Viertels bis Anfang des vierten Viertels war die Diskrepanz zwischen den Freiwürfen 19-2 für Phoenix. Mhm. Devin Booker war jede Sekunde an der Freiwurflinie. Chris Middleton hat nicht einen einzigen Freiwurf genommen, obwohl er 26 Würfe gehabt hat in dem Spiel. Also die Diskrepanz an den Freiwürfen hat nicht wenig zu dieser 20-Punkte-Führung geführt. Und dann im vierten Viertel, als es ein bisschen ausgeglichener gepfiffen wurde, als man gemerkt hat, oh, jetzt haben die Refs auch mal ein Auge für Milwaukee, was ist passiert? Die Bucks kamen ran, die Bucks waren bis auf 7 dran, das hätte ein offenes Basketballspiel werden können. Und dann muss man immer noch sagen, Giannis kommt von einer Verletzung zurück, wo alle gesagt haben, der Typ ist die ganze Season raus, wenn nicht das ganze nächste Jahr. Und jetzt kommt er und steht in den Finals und macht da solche Plays. Der war natürlich auch Gast, der war ja nicht mal 100% da, dann auch von der Kondition. Aber ich warne euch wirklich alle und ganz besonders dich, dieses Überreagieren auf ein Game, besonders wenn es das erste Finals-Game ist. Was sagen wir immer? Die Heimgames müssen gewonnen werden und dann ist dann geht die Serie auf. Dann geht die Serie los. Doch nicht nach einem Spiel überreagiere ich doch jetzt nicht, nachdem die Suns sowieso nur von den Refs zum Erfolg gecoacht wurden. Ja, aber genau das ist das Problem, was ich beschrieben habe. Ich versuche nicht überzureagieren und ich versuche Punkte für die Bucks zu finden, aber ich sehe gerade nicht, wie sie es lösen sollen. Okay, willst du mich hören? Ich will sehen, wie sie es lösen, aber nochmal kurz zu deinen Freiwürfen. Diskrepanz war da, gebe ich dir. Und ich glaube auch, dass es jetzt ausgeglichener gepfiffen wird in Spiel 2. Trotzdem bestrafen die Bucks sich auch weiterhin selbst an der Linie. Sie bekommen 16 Freiwürfe, treffen aber nur 9. Das sind 56%. Was habe ich dir in der letzten Folge gesagt? Die Bucks sind das drittschlechteste Freiwurfteam in den Playoffs. Auf der anderen Seite, die Suns treffen 25 von 26. Klar standen sie öfter an der Linie, aber sie treffen auch die Freiwürfe. Und das macht in so einem Spiel dann einen Unterschied. Hätten die Bucks 15 von 16 getroffen, dann wären sie waren auf 7 dran, dann hätten sie im Spiel sein können. Und bevor du mir jetzt Lösungsvorschläge lieferst, wie du gerade angekündigt hast, am Ende, wann sind sie rangekommen, als Lopez dann draußen war? Dem Smallball-Liner, genau. Ja, habe ich ja gesagt. Da wiederum meine Frage, wie lange können sie das spielen und was sind die Lineups, die du dann über 48 Minuten da aufs Feld schickst? Ich habe dir das schon beantwortet. Also wenn das der einzige Punkt ist, den du jetzt hier in der Debatte von mir hören willst, ich habe es schon zugegeben. Die Bucks haben eine sehr kleine Lineup. Sie wären aber nicht das erste Championship-Team, was mit einer 6er-Rotation die Finals gewinnt. Das passiert, wenn deine Starting Five einfach sehr, sehr gut ist und wenn du von der Bank nicht besonders viel hast. Wir gucken uns die Suns einmal an. Saric, Kreuzbandriss, ist raus für die Season. Kann man jetzt sagen, ja, Wayne, wer die Suns-Spiele gesehen hat, er ist der einzige legitime Big Man, weil sonst kriegst du, wie heißt er, Kaminski, dann kriegst du seine Minuten und die funktionieren überhaupt nicht auf dem Feld. Nummer 2, Crowder macht einen Punkt. Die letzten 6 Spiele, die er gemacht hat, 28% aus dem Feld, 27% von der Dreierlinie. Das heißt, den kannst du eigentlich stehen lassen, komplett alleine in der Ecke. Und dann, ich habe vor der Serie gesagt, in unserer Debatte, ey, ich mache mir Sorgen ums Shooting von den Rollenspielern bei den Suns. Was ist jetzt natürlich passiert in diesem Spiel? Alle Suns, außer Booker und Crowder, waren 50% oder besser from downtown. 6 Spieler bei den Suns haben in Double Figures gescored. Booker, Ayton und Chris Paul haben wahrscheinlich das beste Spiel gespielt, was sie jemals zusammen gespielt haben. Und ich soll mich jetzt diesen Überreaktionen anschließen und sagen, ja, das passiert jetzt wahrscheinlich in jedem Game. Ja, dann hätte auch Trae Young in jedem Game 48 machen müssen und die Bucks abschießen müssen. Ist aber nicht passiert. Okay, aber du sagst selber, schauen wir auf die andere Seite, Giannis war nicht bei 100%. Ja. Wie viele Fortschritte kannst du jetzt in 2,5 Tagen machen, dass du mir heute Nacht 30 oder 35 gibst?
Er war in der PK gestern und hat gesagt, ich habe selber die Transition machen müssen von, ich glaube, ich bin raus für die Season zu, ich kann in den Finals spielen. Die Bucks, der Medical Staff hat ein absolutes Wunder vollbracht. Sie sprechen die ganze Zeit darüber, dass er durch seine Austrainiertheit einer einfach der schnellsten Recoveries ever hinlegen wird, was diese Verletzung angeht. Und er bekommt rund um die Uhr Treatment. Und du weißt, wie verlässlich er ist, du weißt, was er für eine Work Ethic hat und du weißt, dass er jetzt alles tun wird, um für die Finals fit zu sein. Und so gut, wie er in dem ersten Viertel gespielt hat, kann ich mir vorstellen, dass er in Spiel 2 vielleicht 2,5 Viertel spielt. Und wenn es dann 3 Tage später nochmal nach Milwaukee geht, dann ist er vielleicht langsam wieder bei 95%. Also er wird sich im Lauf der Serie verstärken, das will ich damit sagen. Ich hoffe es. Ich will ihn natürlich auch bei 100% sehen. Ich will auch gar nicht die Bucks so sehr trashen. Ich habe einfach gesehen, ich habe wirklich versucht, Argumente für sie zu finden. Ich finde dieses Puzzle, was die Suns dir da hinlegen, das kriegst du mit diesem Kader nicht gelöst. So leid es mir tut. Und ich sehe es einfach nicht, wie sie das schlagen, weil die Suns sind so abgezockt, die sind so eingespielt, die sind so reif. Wir haben vorher gesagt, ja, junge Spieler gewinnen keine Meisterschaften. Chris Paul hat aber von seinen 16 Jahren Erfahrung gefühlt jedem dieser Rollenspieler 2 Jahre abgegeben. Die sind alle so abgeklärt, so routiniert, die finden immer die richtigen Adjustments, die treffen keine dummen Entscheidungen. Auch junge Spieler, du siehst nicht mal einen Heatcheck hier, einen Heatcheck da oder irgendein wildes Play. Er redet konstant mit allen Spielern, die sind so reif. Du hast neulich das Zitat gebracht, Booker ist der älteste 24-Jährige aller Zeiten. Das kannst du irgendwie auch auf die anderen Spieler übertragen. Die sind mental durch Chris Paul als Leader einfach so fokussiert und so ein Leader fehlt in meinen Augen bei den Bucks. Und ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, dass sie das holen, so leid es mir tut. Ja, aber nicht jedes Championship-Team braucht einen Leader vom Kaliber von Chris Paul. Du sagst, die Bucks sind, wie hast du es gesagt, die Suns sind unlösbares Puzzle. Ja. Was ist denn mit der Suns-Defense gegenüber den Bucks? Wir haben bei den Bucks Giannis auf einem Bein, der nicht einmal über rechts gezogen ist, weil er Angst hat um sein Bein, der 20 und 17 auflegt. In einem Spiel, wo du ihn quasi das halbe Spiel gar nicht gesehen hast. Wir haben Lopez, den sie offensiv null verteidigen konnten, der 17 Punkte gemacht hat in 23 Minuten. Wir haben Middleton, der nicht zu stoppen war in diesem Spiel. Und ich sag dir nochmal, der Schlüssel zu dieser Offense und auch zu der Defense ist Holiday. Wenn Holiday ein vernünftiges Spiel gemacht hätte, dann hättest du Lopez nicht so viel spielen lassen müssen. Dann hättest du über Drew mehr attackieren können. Dann wären mehr Räume entstanden. Ich will ja nicht alles nur auf ihn ummünzen, aber er ist wirklich das entscheidende Piece und dafür wurde er auch geholt als dritte Option. Nur er als dritte Option spielt gerade wie irgendein Roleplayer. Er spielt wie Bryn Forbes. Und das kann halt nicht sein. Deswegen, die Suns sind nicht so uneinnehmbar, wie du es tust. Aber dafür müssen alle drei, also Giannis, Holiday und Middleton, müssen wahrscheinlich 44 Minuten gehen und müssen auch alle performen, um eine Chance zu haben, weil du bekommst nichts von Tucker. Ich sage, Lopez sollte weniger spielen. Dadurch ist deine Rotation aber noch kleiner. Das heißt, du brauchst noch mehr Production von deinen Großen, weil du sagst, er macht zwar 17 Punkte, aber ich glaube, er tut dir hinten zu sehr weh. Ich glaube, die Suns werden das weiter attackieren. Ich glaube, und um nochmal auf die Clippers-Serie zurückzukommen. Das letzte Game von Zubac vor seiner Verletzung macht er 13 und 14. Du liest den Boxscore und denkst dir, okay, wertvoller Spieler. Die Clippers verlieren das Spiel. Im nächsten Spiel ist er nicht dabei. Sie kommen mit der super Small-Ball-Lineup und schlagen die Suns in Phoenix. Ja. Und danach hast du gedacht, okay, wir spielen Zubac lieber gar nicht. Kam uns vielleicht gelegen, dass er verletzt ist. Hier könnte es ähnlich aussehen. Ich glaube, du wirst zu sehr geblendet von den 17 Punkten, die er vorne macht, weil das, was er hinten macht, das tut dir am Ende zu sehr weh. Ich werde gar nicht geblendet. Ich kann nur die anderen Serien mir auch betrachten. Ich habe genau diese Argumente gehört von den Hawks-Fans nach Game 1. Aber die Hawks sind nicht die Suns. Trae Young ist nicht Booker und Paul. Das ist der Unterschied. Trae Young hat die Produktivität von Booker und Chris Paul zusammengeliefert in dem Spiel. Der hat 48 Punkte gemacht und ich glaube 11 Assists verteilt in dem Spiel. Der war nicht zu halten. Und was ist im nächsten Spiel passiert? Drew hat ihn einfach Fullcourt abgepickt. Drew hat harten Pressure auf ihn ausgeübt. Sie haben ihm das Pick and Roll dann weggenommen. Okay, dann und fertig war okay. Das Ding. Und die Bucks haben geführt mit 30 zur Halbzeit. Ich bin ja bei dir. Wenn ja, also. Drew Chris Paul verteidigt, gleichzeitig ein gutes offensives Spiel macht. Ja. Wenn Middleton 25 bis 30 scored und Giannis 35, dann gebe ich den Bucks eine Chance. Okay. Die Frage ist, glaubst du nach dem, was du in Spiel 1 gesehen hast, dass Giannis dir heute schon 30 geben kann? Glaubst du das? Im nächsten Spiel nicht, aber ich habe auch keine Angst davor, 0-2 im Rückstand zu sein. Da musst du 4 aus 5 gewinnen gegen Phoenix. Nee, ich muss meine beiden Heimspiele gewinnen und dann muss ich 2 aus 3 gewinnen, so wie eine Playoff-Serie auch aufgelegt ist. Ja. Okay.
Okay, Ende. Ja, was soll ich noch machen? Ja, ey. Ich, wie gesagt, ich bin ja sogar irgendwo bei dir. Ich will, dass die Bucks gewinnen. Ja, ich mag ich überhaupt will, nicht. Dass die Bucks gewinnen. Ja, ich mag diesen Ton überhaupt nicht. Das ist wie gerade so ein großer Bruder, der dich am Court auch mal ein bisschen werfen lässt und sagt, oh, du bist aber gut geworden. Nein, ich wünsche mir wirklich eine enge Serie. Wie gesagt, das Endergebnis steht fest, aber ich wünsche mir trotzdem eine enge Serie. Alter, Marty McFly is back. Okay, Leute, wie seht ihr das Ganze? Meint ihr, die Bucks haben noch eine Chance oder sagt ihr, nee? Ein Spiel reicht, ich muss die Serie gar nicht mehr gucken, die Suns gewinnen das Ding safe. Sagt es uns gerne in den Kommentaren und stimmt vor allem unten bei unserem Contest mit NBA.com ab. Sichert euch das geile NBA Fan Package und falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut auf jeden Fall auf Siebes Kanal vorbei, denn dort debattieren wir darüber, welche der beiden Mannschaften in den Finals im nächsten Jahr und überhaupt in den nächsten Jahren eher wieder zurück in die Finals kommen wird und für welche es jetzt ein einmaliger Ausflug ist. Checkt es bei ihm ab, wir sind jetzt raus, danke euch fürs Zuschauen, haut rein. Ciao.